Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht los und herzlich willkommen zu einem neuen Squad Builder Battle hier auf meinem Kanal. Generation Squad Builder Battle mit meinem Bruder. Wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Freshe Sache auf jeden Fall. Torres geht's hoffentlich auch gut, Leute. Da gibt's heute nämlich ein Generation Squad Builder Battle. 92er Torres, 94 Tempo, 93 Schuss. So kranke Werte, Leute. Sowas von krank. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr weiterhin Bock habt auf diese Generation Squad Builder Battle. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, Leute. Macht die 4 Likes voll, dann geht's weiter. Ihr wisst Bescheid. Und das Wichtigste, wie immer, schreibt jetzt in die Kommentare, welchen Spieler ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Ja, also welchen Spieler wollt ihr noch sehen in diesem Generation Squad Builder Battle? Ich bin gespannt, Leute. Und nicht vergessen, checkt mal gerne den Shop aus. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover gibt es in Rot, Blau, Grün und in Orange. In den 4 Farben. Checkt's gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED nach vorne am Start. Ne? Gratis Autogrammkarte gibt es wie immer dazu. Also gerne abchecken, wenn ihr Lust habt. Wäre nice. Ich danke euch, Leute. Und checkt den Kanal von meinem Bruder aus. Link ist auch in der Beschreibung. Ne? Hält's hoch. Wir starten dann direkt. Hält hoch, oder? Okay, ist ja ein bisschen klein, aber man müsste das eigentlich gut erkennen können. Ich sag mal so, ne? Jetzt sind das ganze Board die ganze Zeit verschwinden, das ist noch von der letzten. Ich bin rechts. Die beiden. So. Ja, bist du bereit? Ja, ja. Okay, rechts so auffällig gegangen mit Lionel Messi. Komplett auffällig. Auffällig, was machst du? Ja, Messi, Alter, Messi ist halt so. Kann man immer mal aufschreiben und links. Das macht überhaupt keinen Sinn, warum sollte man ja, Messi. Ja, es macht keinen Sinn, aber so ein Messi kann man halt immer mal aus. Das ist Torres, warum sollte ja. Messi dann offensichtlich sein? Ja, eigentlich unauffällig, aber weiß ich nicht. So ein Messi schreibt man halt gerne mal auf. Und links brauche ich ja jetzt in Liverpool. Link habe ich Ryan Babel, der damals wirklich stark war. 87 Tempo, 87 Dribbling, Alter. Stabil. Ja. Ja, dann habe ich komplett verschissen. Ich dachte nämlich, du hättest Gehirnzellen und hättest Bale und Valencia mitgenommen. Boah, ja, Messi, wer nimmt denn Messi mit? Mich hat doch also funktioniert, Leute. Damals Valencia ja, noch, ja, der ist ja dann Rechtsverteidiger geworden mit den Jahren. Damals noch eigentlich rechter Flügel gewesen oder rechts Mittelfeld, immer viel offensiver gewesen. Ja. Und mit eigentlich das Gegenteil von Bale, ne? Bale ist ja Verteidiger genau. Und dann. Ja, genau sowas. Nur andersrum, weißt du? Okay, genau das sind meine beiden Spieler für dich. Okay, meine beiden Spieler sind jetzt eigentlich ziemlich offensichtlich. Ja, den geschrieben, Alter. Mehr Tippfehler drin als alles andere. Läuft. Und zwar habe ich auch. Oh, wo ist er denn? Mann, ey. Digga, ich bin echt absolut lost im Tippen. Und zwar habe ich Valencia. Ach, scheiße. Okay. Valencia. Und links habe ich auch den guten alten Gareth. Er nimmt genau die beiden, ey. Das machst du so oft, ne? Ohne Scheiße. Naja. Aber du kannst ja nichts mehr dran verändern. Deshalb ist ja egal, ob ich es mache oder nicht. Ja. Ne? Hast recht. Ronaldo rechts und links. Wie kommt man? Ja, weiß ich nicht. So wie bei mir. Okay, und? Und links, absolute Legende von damals gewesen, von Liverpool, Dirk Kuyt, Alter, richtige Maschine. Boah, damals Kuyt gewesen, Holländer, hat auch richtig lange da gespielt, Leute, aber... Kuyt war schon Biest. Ja, war richtig Biest, Alter. Wir kommen ins Mittelfeld, mit den drei Mittelfeldspielern. Let's go! Wir kommen zu den drei Mittelfeldspielern. Ab geht's, du hältst hoch, oder was? So. Ohne Witz, hätte man nicht eine kleinere kaufen können, so ein bisschen... Ja, ich wollte eigentlich die kleinere kaufen, Junge. Ich dachte, das wäre die kleine gewesen. Auf einmal war das die riesige. Sieht man das so? Ja, perfekt. War mein das Fehler. Die hier unten, die drei. Ey, die drei. Das war so auffällig. Ne? Ich bin mir sicher, dass du von dreien, also einen musst du haben. Du könntest sogar zwei haben. Einen wirst du, denke ich mal, nicht haben. Das ist Akilani von Liverpool. Glaube ich eher nicht, dass du den hast. Dann habe ich, ja, die beiden sind halt so krank auffällig, ne? Xavi und Iniesta, Alter, scheiße, ey, die sind so auffällig, ne? Wow, wie bist du denn auf La Liga gegangen auf einmal? Ja, Messi brauche ich doch. Ich brauche doch den Links für Messi. Ja, aber ich habe es voll anders gemacht. Ich habe Blanco, ja. Mascherano und Gerard aufgeschrieben. Oh, Junge, stimmt, über Argentinien. Nee, hä? Wie gesagt, ich überschätze dich einfach immer. Ich denke immer, du wärst schlau. Let's go. Wer ist Blanco, Alter? Bitte, wer ist Blanco? Blanco, das ist irgend so ein, der spielt in der Premier League. Das ist irgendeine, nee, der spielt gar nicht in der Premier League, was glaube ich. Ich weiß nicht, wo der spielt, irgendeine richtig komische Liga. Auf jeden Fall ist der Argentinier deshalb. Also ich war mir eigentlich echt, wie gesagt, sicher, dass du einen von beiden haben wirst, aber gut, nehme ich mit. Xavi und Iniesta, warum sollte ich das überhaupt, warum sollte ich damit rechnen? Ja, ich weiß, das ist schon wieder, das ist diese umgekehrte Psychologie, das ist wieder so auffällig. Nein, das ist einfach dumm. Ja, es ist eigentlich dumm. Es ist dumm, aber das ist wieder so schlau in dem Moment, weil ja, alle. Ja, aber denken, jetzt weiß ich, ja, aber du fragst ja immer, warum ich dann die letzten Spieler alle errate, dann sind die auch offensichtlich die allerletzten. Ja,
hast du recht. Okay, das sind meine drei. Hau okay, raus. Ich habe rechts den guten alten Nasri. Nasri Skorpion. Ey, Nasri Skorpion, Nasri richtig gut gewesen damals, ohne Witz. Nasri, und dann habe ich damals links. Der war damals so der Özil, Alter, ohne Scheiß. Der sieht doch ein bisschen aus, finde ich. So, der ist doch selber Spielertyp. Wie Özil. Ja, eigentlich echt schon, ne? Dann habe ich den guten alten Carrick Merrick. Da ist er doch. Okay. Perfekt. Ja, 84er Bewertung war damals recht okay. Es muss noch 74er. 74er Pacer, der Junge. Hä? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ja, entspann dich doch mal, fahr mal ein bisschen runter, Alter. Ich dachte, du wärst fertig, ey. Mann, okay. Mann. Letztes Spiel. Hier die deutsche Legende Michael zu dem Schumacher. Nein, Spaß, Ballack. Hätte man drauf kommen können. ich sag mal so, ich hab Bellamy aufgeschrieben oder Bellamy von Wales, ja. Ey, der Stürmer umgeformt, habe ich gedacht, auf Sneaky 90 Tempo, ist gut gewesen. Dann Barry und Carrick zu guter Letzt. Carrick war zu offensichtlich wegen Dings. Wie, der war offensichtlich, wo war der offensichtlich? Ja, nee, Valencia, ich hab den gar nicht bei, weil ich hab den ja links, ich hab den zu Bale gestellt. Achso, ja gut, ich hab den rechts über Valencia halt über Menu gelinkt. Okay, ja, okay. 1-0 für mich, Leute, das könnte mal wieder ein Sieg hier geben für mich heute, mal schauen. Wir kommen zu den beiden Außenverteidigern, Leute. Die erraten wir oft, deswegen mal sehen. So, die beiden Außenverteidiger sind am Start, beziehungsweise sind noch nicht am Start, aber kommen jetzt an den Start. Ich will hoffen, aber ich denke mal. Rechts ist wieder so. Ich fange jetzt mal links an, den wirst du eh nicht haben, aber rechts ist wieder so offensichtlich. Der heißt, die den kann ich ohne. Den kann ich ohne Scheiß nicht mehr. Der ist aber auch Italiener von Liverpool, also. Perfect Link für Aquilani, Dorsenna. Ich habe die ganze Zeit nach einem Italiener von Liverpool gesucht, nicht gefunden. Keinen gefunden, okay. Und rechts, ja, das ist wirklich wieder so offensichtlich, ne, das ist unfassbar. Obwohl, es gibt eigentlich zwei offensichtliche Rechtsverteidiger, Dani Alves oder Sergio Ramos. Und ich habe mich für den zweiten entschieden, Sergio Ramos. Okay. Nein, ey. Ich hatte Ramos vorher, aber hab den weggemacht, weil ich dachte, als ob du den jetzt mitnimmst und das nochmal so offensichtlich machst. Wen hast du? Ich hab Iraola aufgeschrieben. Oh, okay, der ist an der Cole. Ja, Cole ist ein Classic. Ja, okay. Cole habe ich nur aufgeschrieben, weil ich keinen anderen gefunden hatte. Ich habe echt nach einem Italiener von Liverpool gesucht, aber keinen gefunden. Ich habe die ganze Zeit Perfect eingegeben, ich habe nichts gefunden. Mach nix, Alter. Ich sag mal so, ich hab. Beziehungsweise ich wollte erst Cole aufschreiben, ja? Hab es dann nicht gemacht. Ja, weil Cole ist halt auch so ein offensichtlicher Spieler. Ich habe dann die beiden aufgeschrieben hier. Ja. Okay. Also, ich habe rechts Luke Young. Ist eigentlich so ein Understatement, dass man den schon mal haben könnte. Den hat sie schon und dann mal, ne? Scheiße. Links habe ich die Legende himself, Patrice Evra. Den musst du eigentlich aufgeschrieben haben, weil also... Gott sei Dank habe ich nicht Cole aufgeschrieben, sondern Patrice Evra. Let's go, Digga. Nice, ey. Und rechts... hatte ich Bakary Sagna, ey. Ich dachte, nimmst du safe. Ich dachte, du gehst zweimal über Frankreich. Links halt Evra und rechts schön auf Bakary Sagna, aber hatte ich keinen Bock anscheinend, ne? Absolut keinen Bock gehabt. Ne, ich habe keinen anderen gefunden, ich habe nur Evra gefunden. Das war's dann wieder. Oder auch so, Leute. 2-0. Das heißt, du musst jetzt gleich alle drei erraten, um den Sieg zu holen. Alle drei musst du erraten, ja? Cool. Oder du errätst 2 für den Unentschieden. Das geht natürlich auch, aber... wird nicht leicht, Leute. Wir kommen zu den letzten drei Spielern und schauen mal, wie das Ganze laufen wird, ne? Let's go! Die letzten drei Spieler des Teams, Leute. Wollen wir mal sehen. Ich bin gespannt. Wie ein Bad Mann. Let's go. Okay, dann, bester Spruch, ne? Ich hab's schon tausendmal gebracht. Ey, ich sag mal so, ich bin bei drei Spielern aus demselben Verein geblieben. Ich bin mir relativ sicher, weil die sind wirklich alle drei komplett undercover. Mhm. Also einer geht, aber die beiden anderen sind so undercover, die wirst du safe nicht haben. Ich fange erstmal mit dem an, den du am wahrscheinlichsten haben kannst. Und wenn du jetzt denkst, what the fuck, wer ist das denn, dann kannst du dir sicher sein, dass die anderen schon mal gar nicht haben wirst. Skrittl, richtig krank gewesen damals bei Liverpool, 80 Tempo, Alter, richtig stark. Dann, jetzt hast du schon, wenn du zugehört hast, weißt du jetzt schon, ich habe ja gesagt, alle drei vom selben Verein, das heißt alle Spieler vom FC Liverpool. Dann habe ich noch den guten Agger, 72 Tempo, auch okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Verteidiger früher waren einfach viel, viel schneller. Und im Tor, wie hat der Kollege geschrieben, Alter? Cavalieri. Den kenne ich so vom Namen her noch von damals. Ah, hier, stimmt, in dem Jahr war der gut. FIFA 13, daher kenne ich den, Alter. WTF.
Okay, Cavalieri, let's go. Ja, ich habe Killer, Friedel und den guten alten Skrittel aufgeschrieben. Oh, okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du mit einer Mannschaft gehst. Ich dachte, du versuchst irgendwie Ramos zu legen. Und dieser Killer wäre halt Spanier gewesen, aber aus der Premier League. Okay, nicht schlecht, aber Skrittel... perfekt reingelegt. Nicht schlecht, Alter. Ich habe gesagt, Skrittel kannst du am wahrscheinlichsten haben. Okay, das heißt, warte mal, wie viel habe ich bei dir geraten? Zwei, ne? Oder? Ja, zwei, ja. Ne? Ja, das heißt, du kannst jetzt verloren. Nicht mehr... Ja, du hast verloren, wir machen natürlich trotzdem. Wie soll ich auch jetzt noch gewinnen können? Let's go. Okay, deshalb, ich war überrascht, dass du dachtest, dass ich den nicht kenne, aber ich habe Skrittel auch mitgenommen. Oh, okay. Boah, nicht schlecht. Gott, Alter. Mein Gott, ich bin so langsam im Tippen. SK, der wird richtig komisch. Hey, ich weiß. Den kannte ich jetzt hier auch nicht. Okay. Und zwar Kyriakos. Okay, ja, ich dachte mir, der Name ist so schwierig, dass du den auf jeden Fall nicht mitnehmen wirst, weil du keinen Bock hast, den Namen aufzuschreiben. Spielt auch beim Liverpool. Okay, letzter. Beim Liverpool. Und im Tor, den guten alten James, Alter. James, richtig entspannt. Tor wird richtig underrated. Der hat irgendwie 81er Rating. Nicht schlecht, ich sag mal so, ich habe keinen davon erraten. Ich habe Terry, Vidic und Cech. Aber ja, gut, dann ist ein 2-1 ist nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht, aber ich sag mal so. Bisschen hergestellt. Ich habe so oder so gewonnen, weil du keinen erraten, weil du keinen mehr, oder du konntest nicht mehr gewinnen, weil du nur einen bei mir erraten hast. So. Aber ich sag so ein 2-1, du hättest ja noch ausbauen können, ne? Ja, ist okay, Mann, ist okay, Leute. Das war's auf jeden Fall von diesem Torres Squad Builder Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, TikTok einschalten, checkt noch mein Bruder aus, Links in der Beschreibung, abonniert seinen Kanal und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler ihr beim nächsten Mal sehen wollt, Leute, ja? Ist sehr, sehr wichtig, also schreibt's unten rein. Check noch einen Shop aus. Nice Designs in Schwarz, in Weiß. Als T-Shirt, als Pullover gibt es in Rot, Blau, Grün und in Orange. Ja? In vier Farben. Checkt's gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeule. Nice LED-Lampen am Start. Handyhüllen auch wie immer am Start, Leute. Ja? Gratis Autogrammkarte gibt es dazu zu eurer Bestellung. Also checkt aus. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.